Ja, ein Willkommen zurück zu Skyrim. So, wir sind hier in der Taverne halt in Einsamkeit. Und ja, wir sind dabei, so ein bisschen mit den Leuten zu quatschen. Und ja, den haben wir schon. Das ist der Assistent vom Fallenmacher. Er bewundert ja das alles. So, ich glaube, mit der hatten wir auch. Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. Ja, das haben wir auch. Gut. Vielleicht solltet ihr hier übernachten. Corpulus führt ein sauberes Gasthaus. Jo. So, gut. Dann gucken wir uns noch ein bisschen um. Da war weiter nichts. Haben wir... Nee. Ihr könnt euch, wenn ihr wollt, das durchlesen. So. Ich glaube zwar nicht, dass irgendwas kommt, aber nun ja. Es könnte ja. So, okay, aber wir nehmen es nicht mit. Aber es passiert nichts, wie ich vermutet habe. So, hier könnten wir... Nun gucken wir rein. Ja, gut. Ist auch weiter nichts Gescheites drin. Hier fliegt nur eine Axt herum. Nahrung. Haben wohl fleißig da bei der einen Dame gekauft. Ja, okay. Stroh, Gold, Fell. Ja, gut. Ein paar Tränke. Was war das? Gehen wir mal runter. So, was haben wir hier? Nur ein kleines Vorrat an Weinflaschen. Naja, hier sind auch die passenden Weinfässer. Und natürlich Metfässer. So. Einmal in den Schrank gucken. Ja, gut. Papierrollen, Stroh. Ich frage mich, wie die Strohballen da in die Schublade gequetscht bekommen. Ja. Na gut. Hier. Ein Topf und Stiefel. Passt ja wunderbar zusammen. Einmal im Topf rumstampfen. Bitte. So, weiter ist hier unten nichts. Gut, einmal hier reingucken. Okay. Ja, alles Kleidung. So. Dann wollen wir mal... Ja, bitte. Hallo? Ist hier wer? Nö, nur weiter Krimskrams. Nee. Auch nichts. Nee. Getränke, also Tranks. Nö. Nicht so wirklich. Hm. Honigschnitt. Was haben wir hier? So, nee. Und weiter Getränke. Fremd, okay. Und hier haben wir einen Krug, ein Diadem und Kleidung. Naja, gut. Ah, hier haben wir ein Bilanzbuch. Also ein Geschäftsbuch. Und Bildung, haufenweise Bildung. Immerhin, sie bilden sich. Sind also nicht gänzlich dumm. Nö. Ein paar Zutaten, dann gucken wir noch hier rein. Oh, ein Ehebett. Ein Ehebett. Aha, die lesen hier auch mit Leidenschaft anscheinend. Aha.
Entschuldigung. Reicht mit. So, aber hier ist soweit nichts. Ich glaube auch nicht, dass hier was kommt. Aber Schaden tut's ja nicht. So. Lassen wir natürlich fliegen. Gold, nö. Nehmen wir lieber nicht mit. So, ein paar Zutaten. Aha. Bildung. Nö. Und nö. Na gut. Und hier? Okay. Huch, falsche Taste. Entschuldigung. So, ups. So. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Sturmente ade und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Der Königsmörder soll zittern und beben. Den Frevel zahlt Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Und ist es zu Ende, führt noch so Vanguarde der Gang. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Der Königsmörder soll zittern und beben, den Frevel zahlt Ulfric mit seinem Leben. Ich guck mal bei den Einstellungen, Audio, machen wir noch die Musik. Naja, die Stimmen vielleicht noch ein bisschen runter. So. 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 Weil zumindest auf meinen Ohren war das gerade ein bisschen laut. Bloß ich wollte nicht während des Gesangs ja, was machen. So, dann haben wir die Taverne erstmal soweit durch. So, mit allen haben wir geplaudert. Jetzt gucken wir aber erstmal, es ist, ja, gut, machen wir jetzt, ruhig 6 Stunden. Dann haben wir, müssten wir kurz vor 9 haben. So, aber ich glaube, das war jetzt, ja, wir haben jetzt, ups, guten Tag, die Dame, machen wir jetzt genau, 12 Stunden, so. Dann kann sie gleich auch schon wieder verschwinden, die werte Dame. So, tschüss.
So, und raus mit uns. So, los. Lass mich raus. Ui, 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 ui. Einmal drehen. So. So, gut. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich muss mich um alle möglichen Botengänge kümmern. Ja, ja. Papa sagt, dass ich Rockwehr nie mehr wiedersehen werde. Aber er wollte mir nicht verraten, warum. Ich mag vielleicht wie ein wilder Schwertkämpfer aussehen, ziehe jedoch die geistigen Fähigkeiten dem Krieg vor. Ja, ja, deswegen... Ein paar Münzen für einen Veteran? Das ist doch nicht zu viel verlangt. Ich habe Arbeit für euch, falls ihr interessiert seid. Nein, im Moment nicht. Ich will erst mal gucken. So, was haben wir hier? Ach so, Aromalädchen. So, dann gehen wir mal hier rein. Und gucken. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. So, mit ihr haben wir schon gesprochen. Hallo, na? Ihr kommt doch viel herum, oder? Wart ihr schon in Weißlauf? Nein, überhaupt nicht. Ja, tatsächlich. Wunderbar. Ich hätte nicht erwartet, tatsächlich jemandem zu begegnen, der dort war. Meine Tochter Fura. Nach ihrem Eintritt in die Armee wurde sie in Weißlauf stationiert. Ich hatte gehofft, ihr wärt ihr vielleicht begegnet. Ich habe in letzter Zeit nichts von ihr gehört. Ich habe versucht, mit Hauptmann Aldis zu reden, aber ihr war überhaupt keine Hilfe. Ich habe sie noch nicht getroffen, aber ich könnte versuchen, noch mehr Informationen zu erhalten. Das ist wirklich sehr nett von euch. Ich wäre euch für jede Neuigkeit dankbar, die ihr Hauptmann Aldis entlocken könnt. So. Aromalädchen? Ihr verkauft hier also Parfüms? Wir führen hauptsächlich Kräuter- und Alchemiezutaten. Vor dem Krieg wurden unsere Waren aber größtenteils als Aromastoffe für den Hausgebrauch verwendet. Heutzutage besuchen uns oft auch Leute wie ihr, auf der Suche nach Heilmitteln und Ähnlichem. Bei ihr könnten wir trainieren. So, wir klicken es mal an. Oh nein, ich bin ja eigentlich nur eine einfache Kräutersammlerin. Stattet Lami in Mortal einen Besuch ab. Sie sollte euch helfen können. Okay, danke fürs Gespräch. Wir können ja mal gucken, was sie so hat. Werft einen Blick darauf. So, Zaubertränke. Das sind alles Gifte, Wundertränke, Zaubertrank. Gesundheit, Heilung. So, nehmen wir das mal mit. Kleine Heilung. Ja, letztendlich bringt uns das schon gar nichts mehr, die kleine Heilung. Starke Heilung. So. Volltreffer. Okay, Zutaten gucken wir auch noch kurz nach, ob sie hier... Nee, leider keine Feuersalze. Schade, schade. Darauf hatte ich gehofft gehabt. Gut, dann gucken wir Zaubertränke, Wasseratmung, Stärke. Taschendiebstahl. Ausdauer, Heilung, höchste Ausdauer.
Das können wir ihr verkaufen. Haben wir Essen? Nee, nicht so wirklich. Und Zutaten müssen wir behalten. So, gut. Dankeschön. Denkt an mich, wenn ihr das nächste Mal Kräuter und Zaubertränke braucht. Jupp. So, und wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss.